Na, Suche beendet? Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Ich meine, Triss sah ja anders aus. Die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Das, Triss? Also, ein großer Kunsthandwerker bist du nicht, oder? Probier du doch mal, wie gut du mit Holz und Stoffhetzen ein Frauenabbild hinkriegst. Irgendwas habe ich übersehen. Ich muss noch mal nachschauen. Ja, danach fragen, warum seine Tochter das ewige Feuer anbetet, kann ich nicht, ne? Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Was für ein Bild? Geralt, du spoilerst mich. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Der Baron und seine Frau, sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Ein kaputter Kerzenleuchter. Jemand hat ihn gegen die Wand geschlagen und ist in den Schrank durchgebrochen. Es wird interessant. Vielleicht gibt es noch mehr Kampfspuren. Mal nachsehen. Muss man aber schon ziemliche Kraft aufbringen, um so ein Stück Kerzenständer durch eine Wand in den Schrank durchzuhauen. Also muss ja durch die Wand gebrochen werden und dann in den Schrank rein. Also das ist schon. Tut mir leid, aber das glaube ich einfach nicht. Dass ein Mensch gemacht haben soll. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Finde ich noch weitere Kampfspuren hier? Oh, da ist noch eine Truhe, die ich noch nicht gesucht habe. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Niemals. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Na, Suche beendet? Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort.
Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Können uns alle denken, warum. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erbelüs? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Gut, zu der Frau müssen wir ja sowieso. Nach Mittelhain. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. So, bevor wir das jetzt allerdings machen, hier ist ja noch eine Tür. Ach, jetzt auf einmal kriege ich auch wieder Musik, ne? Das ist ja interessant. Auf einmal die ganze Zeit still, ist auf einmal wieder Musik. So, bevor wir das allerdings machen. Ciri war also hier. Und hat ihre dreckige Kleidung hier liegen lassen. Die müssen Ciri gehört haben. Dann offenbar ist sie hatte sie es eilig zu verschwinden. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Ah ja. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Keine Ahnung, aber wir können es lesen. An meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf La Gueve, also der Kulturminister des Königreichs Temerien, Wysima 1265. Wahrscheinlich aus der örtlichen Bibliothek. Also Philipp Strenger und Anna Strenger, der Baron und seine Frau. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesen einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Veracruz Leon Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Wysima. Eine Truhe, die ist leer. Erstmal diese ganze ekelhafte, nilfgaardische, widerliche Kleidung reinpacken. So. Dann packen wir das da rein. Die können wir verkaufen. Rüstungen. Weißt du was? Die Handschuhe. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Handschuhe noch brauche. Ich glaube nicht, aber ich packe die mal rein. Stufe 14 kann ich da reinpacken. In die Truhe. Auf die können wir ja von allen möglichen Gasthäusern und so weiter zugreifen. Und den Rest muss ich verkaufen.
wollte das Licht anmachen, das ist wichtig. Das ist wichtig. So. Dann wollen wir mal die kleine Gretka suchen. Die sollte ja irgendwo in der Küche helfen. Schwalbe, Schwalbe. Dornengestrüpp. Was? Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Ja. Spielend. Du spielst, du hilfst spielend. Meteoritenbarren. Was man alles so findet. Noch mehr Zwergenschnaps. Ah, ja. Wie war das mit dem, ich bin überlastet? Ne? Das ist ein Fluch. Es ist ein Fluch. Hey, wo ist der Feld? Ich könnte einen Putzer vertragen. Zufällig Wodka dabei? Nee, wirklich. Hier ist nichts für dich. Ah, wieso nicht? Was meinst du damit, hier ist nichts für mich? Ach, guck mal, der Galgenbaum, ein Baum. Das ist nicht der Galgenbaum, er sieht nur aus wie der Galgenbaum. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Soll ich verarschen? Wollte ich wohl dich mit mir anlegen, oder was? Lass uns Hinkebein was zu essen geben. Der würde bestimmt sogar seinen eigenen Rotz essen. Warte noch. Das. Was gibt's, Grauer? Hallo. Verschwende nicht deine Zeit. Wir waren in den letzten Tagen alle mal in den Büschen. Geh mir aus den Augen. Bitte? Die ist ja schon seit Tagen drin. Er lässt Männer wieder für Vergewaltigungen aufknüpfen. Ich hab's nicht mit eigenen Augen gesehen, aber sie sagen, er hätte ihn am Kragen gepackt und bam, voll aufs Maul. Du bist bleich wie Milch. Du scheißt nicht ins Haus. Ich frag mich, ob ich Art draufpacken kann. Ich hab's nicht mit eigenen Augen gesehen, aber sie sagen, er hätte ihn am Kragen gepackt und bam, voll aufs Maul. Was faselst du da? Woher hast du das noch gleich? So, Schwert und Schild verbessert. Was machst du da? Das wird ein neues Modell. Aus zwei Teilen. Es ist nur schon wieder in dich gefahren. Wart doch mal ab. Ich brauche sie nur mit Nieten zu verbinden und lose zu klammern. Dann können sich die Teile frei bewegen. Hallo? Wie kann ich helfen?
Ich brauche einen Schmied. Ich suche einen Meisterschmied. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Interessant. Das heißt, wir müssen unverzüglich nach Skellige. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Moment. Moment. Was kann ich für dich tun? Ich muss handeln. Du hast einen interessanten Akzent. Tun wir mal so, als ob sie einen interessanten Akzent hätte. Im Englischen hat sie einen interessanten Akzent. Im Deutschen nicht. Schade. Ein merkwürdiger Akzent. Kommst du aus Skellige? Aus Art Skellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das Donnern der Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Stell dir mal vor, die würde Plattdeutsch sprechen. Ich fände das so geil, wie in Gothic damals. In Gothic 2, da haben die Leute in Kurinis im Hafen angefangen, Platt zu sprechen. Oh, war das geil. Spielen wir Gwind? Na, vielleicht später. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? So, dann wollen wir mal verkaufen. Warte. Das nicht. Das war das Hexer-Silberschwert. Das brauche ich eventuell noch. Das hat mich jetzt extrem viel gekostet. So, dann noch die Sachen von Plötze. Die brauche ich. Obwohl, brauche ich die Scheuklappen? Ich weiß es nicht mehr. Sattel brauche ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, Scheuklappen auch nicht. Ich glaube, Scheuklappen hat Plötze auch so schon. Dann könnte ich ja auch eigentlich. Könnte ich die verkaufen? Ich weiß es immer noch nicht. Warte mal, was habe ich verkauft? 20, ne? Ja. 20 Ausdauer. Ach, das war ja gar keine Satteltaschen. Scheuklappen. Müsste ich mal gucken. Nicht wohl. So, Inventar.
Klötze. Keine Scheuklappen ausgerüstet. Keine Scheuklappen. Scheuklappen bringen weniger Panik, ne? Genau, 20 Panikstufe des Pferdes und 20 Euro, genau, Sattel erhöht die Ausdauer und Satteltaschen erhöht meinen Inventarplatz. So. Johanna. Was kann ich für dich tun? Also eigentlich müsste ich erstmal mit dem... Ich rede erstmal mit dem Schmied. Jawohl. Mit dem Zwerg. Mit dem Fergus. Wie kann ich helfen? Die haben zwar das gleiche Inventar, aber der kann auch herstellen. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Sie nicht. Nee, haben sie gar nicht. Haben gar nicht das gleiche Inventar. Jetzt bin ich aber ein bisschen überrascht. Jetzt bin ich echt überrascht. Kann er mir was herstellen? Handwerkszutat? Nee. Oberkörper? Nee, Plünderung? Nee, kann er nicht. Reparieren, das Ausgerüstete für 166. Hm, 77, 64, 65, 92%. Nee. Ich glaube, wir haben Zeit für ein Rundchen Gwind. Voller Einsatz, wie immer. Ich will unbedingt ein paar Partien Gwind spielen. Das würde mir gut tun. So, neue Karten haben wir immer noch nicht, ne? Geil. Ich wollte aber vorher gucken. Ich habe hier, glaube ich, noch irgendwo... Genau, die gottverdammte Infanterie Redaniens. Wieso ist die drin? Entfernen. Ich habe die zweimal da drin. Ist beide scheiße. Wenn ich die 10-mal hätte, dann okay. Passt so. Kaum Nahkämpfer. Aber Fernkämpfer. Da spielt ja Skoyatel. Ich hätte den Nebel behalten sollen. Er spielt ja Skoyatel. Na gut. Dann kontern wir das mal mit einem Fernkämpfer. Und kontern wir den Nahkämpfer mit dem Nahkämpfer. Kontern wir den Fernkämpfer mit dem Fernkämpfer. Entschuldigung, sind Sie doof? Sind Sie blöd? Das war nochmal meine Anführerkarte. Verdoppelt die Stärke deiner Belagerungseinheiten. Ah ja, genau. Das wäre die da. Und die da. Da ich keine Karten im Ablagestapel habe, wäre das jetzt dumm, die einzusetzen. Dann noch ein Nahkämpfer. Ich kann es nicht kontern. Kann ich nicht kontern, das heißt, ich ziehe einfach eine Karte zurück. Mach die Finte.
Ja, gut, das hätte ich jetzt nicht gemacht, aber gut. Was fängt das schon wieder an? Er hat doch noch zwei Karten. Was will er noch Großartiges machen? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dein Gegner passt. Sowas. Hat noch eine einzige Karte, was das wohl sein könnte? Wahrscheinlich eine Wetterkarte. Das ist jetzt nicht so gut. Ah, okay. Seine letzte Karte war Sonnenschein. Gut, damit habe ich das Match gewonnen. So kann's gehen. Verdammter Noob. Jetzt haben wir mit. Wir haben mit ihm, ne? Machen wir das. Komm, spielen wir auch noch mit ihr? Ja, spielen wir auch noch mit ihr, oder? Was kann ich für dich tun? Gwint. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Partie Gwint? Schon ewig nicht mehr. Habe ich irgendeine Karte von dem Typen jetzt bekommen? Nee, ne? Das war. Nee, habe ich nicht. Alles klar. Ich weiß immer noch nicht, ob das mit der Belagerungskarten so klug ist, aber. Gut, er hat Monster. Monster sind oft im Nahkampf. Ein Spion, den werde ich sofort ausspielen. Ich habe eine Belagerungseinheit. Das heißt, der kann weg, der Moralschub. Zweimal den Nebel brauche ich wirklich nicht. Das ist eine Belagerungseinheit, sowas. Du Pleb, du. Spiele ich jetzt die beiden aus? Käme ich auf, ja, dann würde es passen, ne? Ja. Und passen. Und ich krieg eine Karte dazu. Und bin am Zug. Das könnte übel werden. Ich hasse das Monster-Deck. Ich hasse es. Genau darum hasse ich das Monster-Deck. Der wird jetzt haufenweise
Nahkämpfer rausholen. Das werde ich jetzt auch mal versuchen. Also ich werde ihn jetzt mal versuchen dazu zu bringen, dass er immer weiter Karten ausspielt. Das ist so krank. Das ist so krank, ey. Interessante Wahl. Da ich die Runde sowieso verlieren werde, werde ich einfach mal... Ja, ich werde jetzt mal den extrem dichten Nebel ausspielen, in der Hoffnung, dass er noch eine Karte ausspielt. Perfekt. Jetzt habe ich noch 3 Karten. Das war's für mich. Den Sonnenschein würde ich gerne behalten. So, jetzt hat er noch 3 Karten, ich habe noch 5 Karten. Dein Gegner ist am Zug. Das könnte wieder richtig übel werden, wenn er die richtigen Karten hat. Eine einzige Karte. Das passt alles doch, ne? Das passt. Ja, perfekt. Hier werde ich noch das Katapult ausspielen. Ja doch, das Katapult. Bin auf 25. Ich könnte es jetzt so machen, aber ich mache noch die Anführerkarte. Das war nicht mein eigentlicher Plan, dass ich dann die Stärke meiner Belagerungstruppe verdoppel. Und dann passe ich. Monsterdeck ist richtig fies. Du kannst im Grunde dein gesamtes Deck mit haufenweise Schrott füllen. Und solange es dieselben Monster sind, werden die alle ausgespielt. Das hat man ja gesehen bei der einen Runde. Das ist richtig, richtig krank. Hey Jungs, ob wir mal losziehen und uns die Weste vorknöpfen? Die alte vom Schmied? Die mit der Zahnlücke? Keine schlechte Idee. Ja, tolle Möpse. Ich rede von dem Kreischling. Der verwüstet gerade den Bauern die Ställe. Spinnst du? Haben wir uns hier einen Helden eingefangen? Will der den Pöbel retten? Mit wem redet der? Wer redet da? Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Spielen wir Gwind! Zeig mir, was du hast. Huch, was ist mit dem... Was ist auf einmal mit dem Regen los? Was war das denn? Ach, er hat ja die Nilfgaardische Rüstung, genau. Der Bran in Weißgarten hat die Temerische Rüstung durch den DLC bekommen. Er hat durch den DLC die Nilfgaardische Rüstung bekommen. Adalbert Kermitz, 3. Karte. Folgenden Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Ja, die muss man tatsächlich bei ihm kaufen. Das geht gar nicht anders. So, eine Gewinnkarte Finte. Du besitzt diesen Gegenstand bereits. Er ist wurscht, ich brauche sie noch. Und Cynthia, Fraktion Kaiserliches, Kaiserreich. Nee. Das Kaiserreich interessiert mich nicht. Was soll ich denn damit? Das Kaiserliche Kaiserreich. So. Mehr hat er ja nicht. Was ist mit dem? Auf Wiedersehen. Also jetzt, benimm dich. Seltsames Wetter. Das Wetter ist so seltsam, dass ich jetzt schockiert die Aufnahme beenden muss. Ich habe nämlich die 40-Minuten-Marke verpasst. Ich wollte ja eigentlich eine Doppelfolge aufnehmen. Das heißt, Doppelfolge für mich wäre nicht eine Folge, die doppelt so lang ist, sondern... 2 Folgen an einem Tag. Ich werde die jetzt einfach schneiden, in der Mitte durch, und dann sind es 2 Folgen am Tag. Wenn es so klappt, wie es geht.
Vielleicht haue ich die auch einfach als eine große Folge raus, aber ich weiß nicht, wie das ankommt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mit Doppelfolge zwei Folgen meint an Wochenenden oder eine lange, beziehungsweise zwei lange Folgen, jeweils samstags und sonntags. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das durchziehe. Ich will es mal testen, wie es ankommt. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Aufnahme oder Folge oder was auch immer von Witcher 3. Gehabt euch wohl. Oder Skal.